Mehrere hunderttausend Nordkoreaner haben im Zentrum der Hauptstadt Pyongyang an einer Massenkundgebung teilgenommen. Am Vortag war der erste Kongress der regierenden Arbeiterpartei seit 1980 zu Ende gegangen. Während des viertägigen Parteitags wurde Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in das neu geschaffene Amt des Parteivorsitzenden gewählt. Außerdem verabschiedete der Kongress einen neuen Fünfjahresplan, der die Aufstockung des Atomwaffenarsenals vorsieht. Kim Jong-un hatte vor den Delegierten erklärt, Nordkorea werde Atomwaffen nur einsetzen, wenn es selbst mit solchen Waffen bedroht wird. China, der wichtigste Verbündete Nordkoreas, gratulierte Kim zu seiner Beförderung zum Parteichef.